Das große Transfer-Deadline-Update und Schalke geht all in bei Max Meyer. Heute nur zwei Themen, doch das sind sie. Mein Name ist Nico und los geht's. Das war's dann auch schon wieder, das Transferfenster ist dicht. Oh, snap. Ich hoffe, da war ein Halleluja-Sound. Wenn nicht, Alex, dann müssen wir nachher reden. Und es gibt noch einiges zu besprechen, denn der BVB hat den Batman verkauft und den Batsman reingeholt. Und der hat sich bei der Liga erstmal richtig vorgestellt. Bild, Instagram. Wow, was? Hallo Bundesliga, wie gönnt ihr? Und jetzt gibt's nur noch eine große Frage zu klären und die ist, gibt es eine Kaufklausel im Leihvertrag von Batshuayi? Und da sind die Medien sich uneinig. Englische Medien berichten, nope, keine Chance, der geht nach 6 Monaten zurück zu Chelsea, während die Bild-Zeitung sagt, Moment, da gibt es wohl doch eine Kaufklausel. Wie auch immer, Batshuayi hat seine Ziele schon ganz klar formuliert. Um mein großes Ziel zu erreichen, möchte ich möglichst viel spielen und viele Tore schießen. Im Sommer findet die WM statt. Und höchstwahrscheinlich wird Batshuayi schon am Freitag ins kalte Wasser geworfen, wenn der BVB gegen die wiedererstarkten Kölner ran muss. Und klar ist, der BVB muss punkten, wenn man seine Saisonziele nicht völlig aus den Augen verlieren will. 80 Kilometer Luftlinie weiter haben die Kollegen von Borussia Mönchengladbach dasselbe Problem. Denn die haben, wirklich auf den letzten Drücker, Reece Oxford wieder von West Ham ausgeliehen. Wir erinnern uns, der war im Sommer ausgeliehen, war dann zurück und ist jetzt wieder ausgeliehen. Und die große Frage, gibt es eine Kaufklausel? Und da sieht es tatsächlich so aus, als dass es keine gäbe. Und dann verstehe ich den Transfer nicht so ganz. Und dann noch ein Transfer aus der Kategorie kurz vorm Ziel ins Stolpern gekommen. Denn Luca Waldschmidt war gestern so kurz davor, den HSV zu verlassen. Und zwar nach Freiburg. Das berichtet zumindest die Bild-Zeitung. Demnach seien die Papiere bereits unterschrieben gewesen, die Ablöse von stattlichen 4 Millionen Euro ausgehandelt, der Transfer nach Freiburg sei aber kurz vor 18 Uhr geplatzt und der Grund dafür, mit dem Transfergeld sollte ein möglicher Neuzugang für den HSV gestemmt werden. Doch Hamburgs Kandidat Lukas Theodorczyk vom RSC Anderlecht war mit diesen 4 Millionen Euro nicht zu bekommen und deshalb hatte man kein Interesse mehr am Transfer. An dieser Stelle an alle Freiburger, 4 Millionen für Waldschmidt. Erstmal, wo kommen die her und was denkt ihr euch denn? Ich habe den Jungen gesehen bei der Eintracht. Nein, seid froh, lasst ihn beim HSV. Und damit ihr keine Infos verpasst zur Transfer-Deadline, heute um 15 Uhr kommt Flo's Faktis-Spezial zur Transfer-Deadline. Und mit 15 Uhr meine ich 17 Uhr. Und wenn ihr schon dabei seid, ladet euch die OneFootball-App runter und abonniert diesen Kanal. Schalke-Fans gerieten gestern etwas ins Schwitzen, als die Meldung durchkam, dass der FC Arsenal versucht, Max Meyer zu verpflichten. Wir erinnern uns, dessen Vertrag läuft im Sommer aus. Das heißt, wenn man nochmal Geld kassieren wollte für ihn, war gestern die letzte Chance. Bedeutet jetzt, entweder er geht ablösefrei oder er verlängert. Und Schalke, überraschenderweise, tut alles für die Verlängerung. Nach Angaben der Bild hat der Club dem 22-Jährigen ein neues Angebot unterbreitet, das Meyer ein Gehalt von 5,5 Millionen Euro zusichert. Denn Schalke will nach dem Verlust von Leon Goretzka, der sich im Sommer ablösefrei den Bayern anschließt, den Abgang eines weiteren Leistungsträgers unbedingt verhindern. Christian Heidel hatte sich vor kurzem zu Max Meyer geäußert. Max wird sich in Kürze entscheiden, ob er über den Sommer hinaus auf Schalke bleiben möchte. Er ist hier glücklich, Schalke ist sein Zuhause. Wir versuchen, ihm das wirtschaftlich so schmackhaft zu machen, wie wir es können. Ganz ehrlich, ich habe ja mit Schalke jetzt nicht sonderlich viel am Hut, aber man wünscht ihn ja fast, dass der Junge nochmal unterschreibt. Das war's für heute und wir sehen uns morgen zu den Daily News.